weiß nicht mehr wohin. Weiter links. Das nächste Mal renne ich dich über den Haufen. Lass mich! Warum hast du nicht längst abgepfiffen? Kevin stand im Abseits. Stand er nicht? Ein Fußbreit, das konntest du ja gar nicht sehen. Ihr hättet so oder so gewonnen, das ist doch die Hauptsache. Na los, ab mit dir. Hallo Johanna. Lenny zieht sich gerade um. Alleine? Der wird langsam erwachsen. Du, ich würde gerne was mit dir besprechen. Hast du morgen Nachmittag Zeit? Am Morgen ist schwierig, da kommt der Gutachter wegen dem Badezimmerlift. Ich dachte, die Sache wäre längst durch. Ja, dachte ich auch, aber jetzt wird die Dringlichkeit geprüft. Aber du kannst doch Lenny kaum noch heben. Was gibt's denn so Spannendes? Es geht jetzt nicht so auf die Schnelle. Okay, ich rufe dich an, wenn's passt, ja? Hallo, Mama. Hallo, mein Schatz. Na? Frau Herrlinger, bitte. Das heißt, erst nach der Geburt ihres Neffen wurde die Erbkrankheit in ihrer Familie diagnostiziert. Ist das korrekt? Nicht ganz. Lenny war 3. Da hat's angefangen. Er konnte nicht mehr Laufrad fahren und seine Arme und Beine wurden immer dünner. Bis die Ärzte rausgefunden haben, was los ist, war schon die Hälfte seiner Muskeln zerstört. Sie sind Überträgerin, genau wie Ihre Schwester und Ihre verstorbene Mutter. Deshalb hat die Ethikkommission Ihrem Antrag zugestimmt. Wir haben uns wirklich sehr über die offizielle Erlaubnis gefreut, ein Kind kriegen zu dürfen. Naja, eines, bei dem man dank unserer Diagnostik zumindest diese Erbkrankheit auslesen kann. Also können wir mit der Hormontherapie beginnen? Von meiner Seite aus? Ja. Und die Krankenkasse übernimmt die Kosten für die PID. Da kann ich Ihnen zurzeit wenig Hoffnung machen. Die Präimplantationsdiagnostik wurde per Gerichtsbeschluss als Behandlungsmethode abgelehnt. Ja, aber künstliche Befruchtung wird doch normalerweise bezahlt. Bei Zeugungsunfähigkeit, ja. Das ist bei uns nicht der Fall. Sie können auf natürlichem Wege schwanger werden und mittels Fruchtwasseruntersuchung feststellen, ob das werdende Kind die Erbkrankheit aufweist. Gegebenenfalls wäre dann ein Abbruch möglich. Seit wann weißt du davon? Keine Ahnung. Ein paar Tage vielleicht. Egal, das hättest du mir sagen müssen. Ich saß da wie ein Idiot. Und dann wärst du gar nicht erst mitgekommen. Selbst die Krankenkasse sagt, jetzt riskiert es so einfach. Vielleicht habt ihr Glück und es ist gesund. Und wenn nicht, dann lasst ihr es wegmachen. Dafür erstatten wir euch die Kosten. Das ist doch völlig krank. Mit Sex in der Petrischale, das ist normal, oder was? Was soll denn das jetzt? Ich dachte, wir haben uns gemeinsam für diesen Weg entschieden. Aber unter anderen Voraussetzungen. Und die haben sich gerade schlagartig geändert. 10.000 Euro pro Versuch. Also willst du, dass ich abtreibe, so oft, bis es klappt? Wir können keinen weiteren Kredit aufnehmen. Ich werde mit Johanna den Erbnachlass regeln.
Ach, auf einmal. Markus, ehrlich, es nervt. Du, ich wundere mich nur. Bisher bist du immer an die Decke gegangen, wenn ich das Thema nur ansatzweise erwähnt habe. Bisher war so eine Regelung auch nicht notwendig. Das Geld hätten wir schon früher gut gebrauchen können. Wir reden über ein Kind und nicht über eine Entlüftungsanlage. Markus, die Tischlerei hat angerufen. Du hättest die Semmeln vergessen. Von Semmeln weiß ich nichts. Vater hat die Bestellung aufgenommen. Ich dachte, ihr wart im Kino und danach schön essen. Gute Nacht, Mutter. Ella, es tut mir leid. Ich kann das nicht, auf Probe schwanger werden. Das würde ich auch nicht wollen. Was willst du deiner Schwester sagen, wofür wir das Geld brauchen? Da lasse ich mir was einfallen. Nach den Einzeldisziplinen machen wir dann ein Spiel für alle und danach bauen wir auf der Tatanbahn das Rennen auf. Das wäre dann ein schöner Abschluss für die Bundesjugendspiele. Ja, dann bitte ich um Wortmeldungen. Was halten Sie von dem Vorschlag der Kollegin, für Lennart einen eigenen Wettbewerb zu organisieren? Ja? Ich frage mich, ob so ein Rollstuhlrennen nicht diskriminierend ist. Aus Sicht der Behinderten. Den Einwand teile ich. Sie wollen gesunde Kinder in Rollstühle setzen und gegen ein schwerbehindertes Kind in Wettrennen schicken? Also das ist, mit Verlaub, geschmacklos. Also Lenny sagt, er hätte Spaß dran. Und seine Mitschüler hätten eine Chance auf einen Perspektivwechsel. Was sagen denn Lennarts Eltern dazu? Die sind einverstanden. Also ich bin zwar noch relativ neu hier, teile aber die Ansicht der Kollegin. Kinder gehen doch mit sowas viel unbefangener um. Gut, dann lassen Sie uns abstimmen. Wer ist für das Rollirennen? Okay, wer ist dagegen? Gut. Dann kümmern Sie sich um alles Weitere. Wilma! Thank you.
mal. Nee, sieht scheiße aus. Was sagen wir jetzt Mama? Sie muss es ja nicht gleich erfüllen. Wenn ich erstmal gewonnen habe, wird sie ausflippen. Also überraschen wir sie? Papa arbeitet jetzt in der Stadt. Hey, Quirin. Servus. Geh mal zu Mama. Warum hast du nicht vorher angerufen? Hab ich, aber du bist nicht rangegangen. Ist das für einen Flohmarkt? Mhm. Das hat Lenny so geliebt. Willst du das wirklich weggeben? Er ist mit dem blöden Ding hingefallen, konnte danach nicht mehr aufstehen. Es lag doch nicht am Laufrad. Ich fahre jetzt runter ins Dorf. Warte mal. Der Gutachter braucht noch den Grundriss vom Badezimmer. Ja, mach ich später. Nimmst du Lenny mit? Was dagegen? Er ist so gar nicht gesichert. Er ist angeschnallt, hat ein Kissen im Rücken und er wird eine Menge Spaß haben. Ich kann gar nicht mit ansehen, wie er den Jungen immer mit rumschleppt. Seit wann arbeitet ein Quirin in der Stadt? Er hat einen Zusatzjob bei der Verwaltung, aber ich muss halt jetzt alles alleine machen. Guck mal, Nussecken. Toni will sich die Pille verschreiben lassen. Klingt doch vernünftig. Gestern habe ich hier noch den Hintern abgewischt. Lass sie doch mal einen Gentest machen. Wozu? Dann wisst ihr, ob sie Überträgerin ist. Und wenn? Was würde es ändern? Vielleicht jetzt nicht, aber später, wenn sie selber mal Kinder möchte. Wird ihren Bursch hier nicht gleich heiraten. Hm. Los, komm. Wer zuerst unten ist. Ach nee, lass doch den Quatsch jetzt. Du hast nur Schiss zu verlieren. Lass doch den Quatsch. Oh. Na, also. Nein! Ah! Ich bin erst. Oh Gott! Ich bin erst. Du bist so gewonnen! Also komm, spuck's aus. Was gibt's? Es geht um die Almwiese. Ich würde gerne Hypothek aufnehmen. Dazu brauche ich deine Unterschrift. Wegen der Bäckerei? Ich habe euch gleich gesagt, dass der Umbau zu teuer wird. Hätten wir zumachen sollen. Wir mussten sanieren.
Ellie, wir haben uns geschworen, den Hof der Eltern zu erhalten. Es geht doch nur um eine Unterschrift. Alles andere bleibt, wie es ist. Nee. Wenn du meine Almwiese verschuldest, dann gehört sie quasi der Bank. Und ohne meine Wiese kann mein Hof nicht existieren. Deine Wiese, dein Hof? Sag mal, spinnst du? Du hast dich doch nie für die Landwirtschaft interessiert. Ich habe mich hier abgerackert und du hast dich halt zu höheren Berufen gefühlt. Du wolltest doch den Hof. Niemand hat dich zu diesem Leben gezwungen. Ich unterschreibe nicht. Punkt. Das Erbe gehört auch zur Hälfte mir. Daran kommst du nicht vorbei. Das hat auch Dr. Müller gesagt. Du warst schon mal unserem Notar? Das ist ja mal eine Ansage. Weizenmehl muss nachbestellt werden. Ist schon erledigt. Ich weiß echt nicht, warum die Kerle immer abhauen. Aber Kathi, das liegt doch nicht an dir. Und? Was sagt man? Danke. Hallo. Hallo. Ich kann schon lesen. Dann kannst du deinem kleinen Geschwisterchen bald was vorlesen. Es wird ein Junge. Markus hat Patenonkel. Natürlich nur, wenn du nichts dagegen hast. Warum sollte ich? Alles Gute bei der Geburt. Markus hätte vorher mit Ella darüber reden müssen. Das wäre besser gewesen. Komm. Ella, ich konnte nicht ablehnen. Ihr Typ hat sie sitzen lassen. Und jetzt drückt sie dir die Verantwortung auf. Quatsch. Wie war's, Mariana? Lenk nicht ab. Was ist, wenn Kathi alleine bleibt? Dann bist du der Ersatzpapa, oder was? Sie hat dich also abblitzen lassen. Du hättest mich wenigstens vorher fragen können. Haben wir jetzt ein Problem. Besser werden. Dann kannst du sogar baden. Aber alleine. Na klar. Können wir mal nach München in die Sternwarte fahren? Wie kommst du denn darauf? Max war dort mit seinen Großeltern. Dein Freund hat dich ja lange nicht besucht. Max ist mit seiner Mannschaft aufgestiegen. Er trainiert jetzt dreimal die Woche. Du kannst auch in den Verein gehen. Es gibt da spezielle Angebote. Aber ich mag mit Max spielen.
Es geht leider nicht, Lenny. Ich weiß, dass es nicht geht. Lass mal. Ist es wegen der Hormone oder deiner Schwester? Oder beides? Ständig lässt sie mich spüren, dass sie sich aufgeopfert hat. Ja, immerhin hat sie dich großgezogen und ein Studium finanziert. Ja, sie wollte mich loswerden, deswegen hat sie es gemacht. Ach komm, jetzt übertreib doch nicht. Ich habe es satt, so abhängig von ihr zu sein. Sie zwingt mich, regelrecht einen Anwalt zu nehmen. Was willst du denn eigentlich sagen, wenn du wirklich schwanger wirst? Dass wir ein Kind kriegen. Ja, sie wird ja wohl eins und eins zusammenzählen, meinst du nicht? So weit denkt sie nicht. Sprengt ihr Vorstellungsvermögen. Wo bist denn du? Ich kann jetzt nicht weg. Vater geht's nicht gut. Tut mir leid, bis später. Ich sag's ihm ja schon länger. Er muss kürzer treten. Wir stellen doch jemanden ein. Das wird er nicht wollen. Ihr habt lange genug geschuftet, Mutter. Zähle 8 Follikel. So viele? Das ist gut, der Durchschnitt. Gut. Dann setzen Sie sich heute Abend die letzte Spritze, die den Eisprung auslöst. Mhm. Und übermorgen fahren Sie zur Eizellenentnahme nach München. Ich schicke den Bericht gleich an Dr. Beinhardt. Danke. Besonders glücklich sehen Sie aber nicht aus. Ich bin nur ein bisschen müde. Das sind die Hormone. Die drücken auf die Stimmung. Hallo, Toni. Fertig. Du hast seit 10 Minuten länger gebraucht. Was ist denn los? Keine Ahnung. Komm schon. Meine Finger werden manchmal taub. Was sagt deine Therapeutin dazu? Ich soll meine Übungen machen und Flöte spielen. Lenny, mal ganz ehrlich, schaffst du das mit dem Rollirennen? Keine Schande, das abzublasen. Natürlich schaffe ich das. Wo bleibst du denn? Wir müssen zur Physio. Bis morgen. Bis morgen. Johanna? Du antwortest weder auf meine Mails noch auf meine Anrufe. Frag dich mal, warum? Ich will euch nichts wegnehmen. Kannst du gar nicht. Doch. Und das weißt du auch. Willst du mich verklagen? Johanna, wir sind Schwestern. Dann verhalte dich doch auch so. Mama, wir müssen los. Ja.
Ich dachte, Sterne gucken können wir auch hier. Danke, Mama. Wo willst du hin? Ich geh mal raus. Du wirst ihm nicht jeden Wunsch erfüllen. Das ist nicht gut für den Jungen. So viele Wünsche hat er ja nicht mehr. Was ist denn los? Sie droht mir. Meine eigene Schwester. Ja, da gibst du dir halt die Almwiese. Und das ist eine Ruhe. Und was machen wir mit unserer Herde? Solange sie nicht verkauft, wird sie nichts gegen die paar Rindviecher haben, oder? Die Eltern wollten, dass wir den Hof zusammenhalten. Willst du den Hof verlieren? Drüben beim Karl und seinem Bruder, da war das so. Die haben so lange gestritten, bis alles zwangsversteigert wurde. Hoffentlich verträgt sich Vater mit unserem neuen Gesellen. Die ausgerechnet jetzt Urlaub machen. Ist doch nur für ein paar Tage. Und wenn es mit dem neuen Gesellen weiter so gut läuft, dann fahren wir auch mal weg. Nur über meine Leiche.
Früher glaubten die Menschen, dass jeder, der stirbt, als Stern wiedergeboren wird. So ein Quatsch. Willst du nicht auch mal gucken? Mm-mm. Vielleicht stimmt's ja. Mama. Die Sternwarte war mir egal. Ich wollte einfach mal was erleben. Jeder Tag ist gleich. Ich schick's zurück, okay? Also, wir haben 3 gesunde Embryonen gefunden. 2 davon können wir ihn übertragen. Und was passiert mit dem 3.? Wenn Sie damit einverstanden sind, kryokonservieren wir den 3. für einen weiteren Versuch. Das hat den Vorteil, dass Sie die stressige Hormontherapie nicht wiederholen müssen. Vielleicht wollen wir ja irgendwann noch eins. Es besteht keinerlei Verpflichtung. Der eingefrorene Embryo bleibt in der Klinik und gehört Ihnen. Dann würde ich sagen, gehen wir nach nebenan, um Ihnen die beiden Embryonen einzusetzen. Komm, Selma, komm. Komm, lecker, lecker. Ja. Damiernüsse. Er spinnt doch. Wo ist denn Peter? Weg. Wie weg? Ich habe ihn heimgeschickt. Sag mal, was soll das denn? Seit 30 Jahren nehmen wir geriebene Haselnüsse. Und er kommt mir mit so einem neumodischen Schnickschnack. Mensch, Vater. Wir müssen Neues ausprobieren. Wir müssen auf Qualität setzen. Das ist unsere einzige Chance. Das hat immer gereicht. Mach doch mal die Augen auf. Die Leute kaufen doch lieber im Supermarkt als bei uns. Wozu haben wir dann renoviert? Mit dir ist ja wirklich nicht mehr zu helfen. Du kannst froh sein, dass der Markus sich um alles kümmert. Ansonsten hätten wir schon längst dicht gemacht. Ist ja großartig, dass Sie sich so schnell einigen konnten. Das erlebe ich selten. Ich schicke das dann alles ans Grundbuchamt. Aber bis die Eintragung rechtskräftig wird, dauert es noch ein bisschen. Ja. Unterm Strich kommen Sie jetzt natürlich ein bisschen besser weg. Aber wenn Ihre Almwiese zu Bauland erklärt wird, dann gleicht sich das ja alles wieder aus. Ich habe nicht vor, zu verkaufen. Ich begleite Sie noch zur Tür. Wenn du es dir anders überlegst mit dem Verkauf, dann sag mir bitte Bescheid, damit wir die Rinderherde rechtzeitig weggeben können. Warum glaubst du mir nicht? Menschen ändern sich.
gleich beim ersten Mal. Hast du schon mit Dr. Weinert gesprochen? Nee. Ella. Wir werden Eltern. Ich weiß nicht. Ich fahre dich ins Krankenhaus. Deren Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Er hat heimlich geübt. Er wollte es allen zeigen. Diese scheiß Krankheit. Er hätte sterben können. Lenny wurde geröntgt. Seine Wirbelsäule ist so schwach, dass sich alle Organe verschoben haben. Auch die Lunge. Dadurch hat er keine Luft mehr bekommen. Das ist nicht deine Schuld, Ella. Der Arzt sagt, die Operation wäre sowieso notwendig geworden. Herr Mosbach? Ja? Wir müssen noch die Formalitäten regeln.
Was machen Sie jetzt mit ihm? Er bekommt 2 Titanstangen in den Rücken. Zur Stabilisierung. Oh je. Ich habe schon eine Weile gemerkt, dass was nicht stimmt. Seine Schrift wurde undeutlicher und hat länger gebraucht bei der Klassenarbeit. Aber dass es so schlimm ist, das habe ich nicht gewusst. Ruh dich aus, ja? Ich bin 2 Stunden wieder da. Kommst du alleine zurecht? Sie haben nicht nur mich, sondern das gesamte Kollegium wissentlich getäuscht. Ich wollte nur, was Sie wollten oder was Sie nicht wollten, spielt keine Rolle. Tatsache ist, dass Lennarts Eltern von ihrem Rollstuhlrennen keinen blassen Schimmer hatten. Wenn der Junge deswegen erstickt wäre, überlegen Sie mal. Ich schätze Sie als engagierte Kollegin. Deshalb werde ich diesmal bei einer Abmahnung belassen. Danke. Noch etwas. Ihre Schwester hat angerufen. Lennart wird mindestens 6 Wochen fehlen. Er ist ein guter Schüler. Er wird den Stoff nachholen. Ja, schauen wir mal. Ich habe Lennys Konstitution falsch eingeschätzt. Das war ein Fehler. Ihr Neffe ist kein normales Kind, Frau Herrlinger. Er ist todkrank. Lass dich von dem nicht provozieren. Leider hat er recht. Kann man die Krankheit denn irgendwie stoppen? Durch Medikamente oder Therapien? Duchenne ist unheilbar. Die meisten werden nicht älter als 20. In ein paar Jahren hat er keine Kraft mehr zum Atmen und dann braucht er eine Maschine. Ich weiß, warum ich keine Kinder will. Solche Sorgen würde ich nicht aushalten. Komm, Herr Jesus, Herr unser Gast, und segne, was du uns bescheret hast. Amen. Guten Appetit. Guten. Ich möchte mich testen lassen. Ich will wissen, ob ich Genträgerin bin. Nicht jetzt, Toni, bitte. Warum denn nicht? Du bist noch nicht volljährig. Okay, dann lass ich es eben drauf ankommen. Was soll das heißen? Philipp und ich schlafen miteinander. Raus. Komm, beruhig dich. Sie nimmt die Pille. Aber manchmal vergesse ich sie auch. Raus! Die ist gerade mal 15. Und du lässt dir die Pille verschreiben. Willst du darauf warten, bis sie schwanger wird? Toni, mach doch mal bitte die Tür auf. All these demons away, but you're gone.
Ich kann heute nicht. Lenny wird gerade operiert. Okay. Ruf an, wenn du Zeit hast, ja? Toni will sich testen lassen. Die Idee hat sie von dir, oder? Nein. Misch dich nicht ständig in unsere Familienangelegenheiten ein. Vielleicht solltest du einfach mal deiner Tochter zuhören. Du weißt ja auch, wie man Kinder erzieht. Ich bin den ganzen Tag mit ihnen zusammen. Was glaubst du, was da passiert? Aber du hast keine eigenen. Aber bald. Wollt ihr jetzt doch adoptieren? Nein, ich bin schwanger. Ihr seid das Risiko eingegangen? Das haben wir ausgeschlossen. Dafür hast du das Geld gebraucht. Ja, der Embryo hat sich gut implantiert. Und die Extremitäten sind auch alle gut sichtbar. Das ist das Herz, das schlägt doppelt so schnell wie das ihrer Frau. Ja, und da ist noch eins. Schauen Sie mal. Zwillinge? Glückwunsch. Was macht das Schwindelgefühl? Das ist weg. Ein Zeichen dafür, dass sich die Schwangerschaft stabilisiert hat. Bitte schön. Danke. Radieschen? Habt ihr gar keine Angst? Die Kleinen sind gesund. Wir waren in einer Fachklinik. Die haben uns das bestätigt. Das ist ja ein Wunder. Ja. Medizinisches Wunder, genau. Darauf stoßen wir an. Vorsicht. So. Auf die Kleinen. Ja. Ich mach's so. Ja, du machst so. Zum Wohl. Mir kannst du schon die Wahrheit sagen über euer medizinisches Wunder. Freust du dich denn gar nicht, dass du endlich Oma wirst? Doch, sehr sogar. Aber ich bin vorsichtig geworden, was Schwangerschaften anbelangt. Vor Markus hatte ich zwei Fehlgeburten. Eine in der 8. Woche und eine im 5. Monat. Das tut mir leid. Die Frauen sprachen nicht darüber. Die fraßen lieber ihren Schmerz in sich hinein. Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen. Nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Da war was. Das kann auch gar nicht sein. Psst. Doch, die reden miteinander. Du Spinne. Hast du das mit deiner Mutter gewusst? Nein. Überrascht mich immer wieder. Sie hätte trotzdem nicht sagen müssen, ausgerechnet jetzt. Aber ich verstehe jetzt einiges besser. Warum sie so an dir hängt und warum sie wollte, dass wir hier bleiben.
Wenn die zwei da sind, suchen wir uns was Eigenes. Ist aber vielleicht gar nicht so schlecht mit den Großeltern im Haus. Und wir sparen die Miete. Ich hab jetzt was. Du willst über die Präimplantationsdiagnostik schreiben? Meine Tante hat das gemacht. Wegen der Erbkrankheit. Interessant. Es wäre aber wichtig, dass du nicht voreingenommen bist, sondern objektiv das Pro und Contra dieser Methode analysierst. Ist gut. Danke. Aber warum hat sie sich dann so engagiert? Ich tippe mal, sie wollte ihr schlechtes Gewissen beruhigen. Ganz ehrlich, liebe Kollegen, was Frau Herrlinger macht oder nicht macht, ist und bleibt ihre Privatsache. Was bitte ist meine Privatsache? Es ging um ein naturwissenschaftliches Thema. Ihre Nichte Antonia will ein Referat über die Präimplantationsdiagnostik halten. Ich weiß, wir haben darüber gesprochen. Dann war das also Ihre Idee? Nein, Antonia interessiert sich aufgrund ihrer Familiengeschichte für den medizinischen Fortschritt. Was Sie da als medizinischen Fortschritt bezeichnen, ist für mich die pure Selektion. Gerade wir Deutschen sollten hierbei besonders sensibel reagieren. Sie wollen doch nicht die gezielte Ermordung unschuldiger Menschen mit der Präimplantationsdiagnostik gleichsetzen. Ja, bei beiden Fällen geht es doch um die Unterscheidung von lebenswertem und lebensunwertem Leben. Wenn du alles abtötest, was anders ist, dann wird die Welt arm. Bei der PID wird eine einzige Zelle untersucht. Es geht gerade darum, Krankheit und Tod zu vermeiden. Aber Sie spielen Schicksal. Die Frage wird doch wohl erlaubt sein dürfen, wo das Ganze hinführt, wenn der Damm erste Risse zeigt. Von einem Dammbruch, wie Sie ihn gerade heraufbeschwören, sind wir meilenweit entfernt. Dafür ist das Gesetz viel zu eng formuliert. Aber wo zieht man die Grenze? Schauen Sie sich einmal an, was im Laufe der letzten 20 Jahre in der Pränataldiagnostik passiert ist. Heute werden zum Beispiel 9 von 10 Kindern mit Down-Syndrom abgetrieben. Naja, es gibt einen gesellschaftlichen Druck, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen. Ein behindertes Kind ist eine nicht erbrachte Leistung. Selma braucht dich jetzt im Stall. Mit dir. Das letzte Mal Laufrad fahren. Das letzte Mal Lego spielen. Wie viele letzte Male kommen noch? Normal. Ich will nicht, dass er stirbt. Ich will nicht, dass er stirbt. Cool. Ja? Aber ich bin jetzt 10 cm größer. Ehrlich? Durch die Stange in meinem Rücken. Ich tausche es um, wenn es zu klein ist. Und der? Ist von deiner Klasse. Ich krieg jetzt einen elektrischen Rollstuhl. Lenny,
Vielleicht gibt es ja bald irgendein Medikament, was das Fortschreiten der Krankheit stoppt. Toni hat unser Rennen ins Netz gestellt. Auf ihre Seite? Na, dann lass mal gucken. Hallo. Wir schauen uns gerade das Video an. Ich möchte nicht, dass du Lenny einfach so besuchst. Das nächste Mal stelle ich einen schriftlichen Antrag. Am besten kommst du gar nicht mehr. Mama. Ich komme bald wieder, Lenny. Warum bist du so gemein zu Ella? Schau mal, Selma hat gekalbt. Du darfst ihm einen Namen geben. Du kannst jetzt auch gehen. Warte! Was wirfst du mir eigentlich vor? Dass ich ein Kind bekomme? Du bekommst nicht einfach nur ein Kind. Sondern? Du kaufst dir eins und schmeißt die anderen weg. Du hattest ja damals auch keine Wahl. Lenny zahlt den Preis dafür, dass du dir ein perfektes Kind kaufen kannst. Das ist krank. Ich hab die Pit gemacht, damit unser Kind Fußball spielen kann, keine Schmerzen hat und nicht wochenlang in der Klinik liegen muss. Und wenn's alle so machen wie du, dann bekommt ein Kind wie Lenny überhaupt keine Unterstützung mehr. Weil es dann heißt, selber schuld, warum haben sie es nicht vorher aussortiert? Lenny ist kein Fehler. Du konntest einfach noch nie was bis zum Ende denken. Das nicht. Erst ein Kind künstlich zeugen und es dann auszusortieren. Die Guten in die Gebärmutter, die Schlechten in den Mülleimer. Am Anfang ist es noch kein Kind. Was ist es dann? Ein Zellhaufen, aus dem ein Kind entstehen kann. Für mich beginnt Leben mit dem Herzschlag. Wusste dein Mann eigentlich, dass du Genträgerin bist, bevor ihr geheiratet habt? Mhm. Der muss dich wirklich lieben. Mhm. Ja, jetzt macht er die Augen auf. Gut. Herzlichen Glückwunsch. Falls du noch ein paar Umstandsklamotten brauchst, sag Bescheid. Du bist doch schwanger, oder? Ja. Taufen lassen könnte die natürlich nicht. Warum? Na, sind ja keine normalen Babys. Wenigstens haben sie einen Vater. Blödsinn. Bald weiß es das ganze Dorf. Ich komme mir vor wie ein Schwerverbrecher. Dabei bin ich schwanger. Ella, sei doch nicht so naiv. Du weißt genau, wie die Leute hier denken. Entschuldige, dass ich keine normale Frau bin, die du einfach besteigen kannst, um einen würdigen Stammhalter zu zeugen. Ich würde gerne wieder sinnlos ficken, das stimmt.
Frag doch Kathi, die freut sich. Kannst du nicht anklopfen? Hab ich. Ich weiß, es ist manchmal schwer. Ich war auch die Ältere und musste zurückstecken. Aber du hast wenigstens noch eine Schwester. Wenn ich so alt bin wie du, werde ich alleine sein. Wir sind einverstanden. Du kannst dich testen lassen. Mama? Philipp und ich haben noch gar nicht miteinander. Das habe ich nur so gesagt. War wohl nichts. Ja, absolute Nullnummer. Ja, der eine hat's halt drauf, der andere nicht. Schnauze. Wenn du Probleme hast, ich übernehme das gern mit der Ella. Hey, komm. Hey! Markus, komm her! Verstehst du keinen Spaß? Ella, lass dich nicht so fertig machen. Ich muss zum Arzt. Kannst du bitte dem Sekretariat Bescheid geben? Hallo. Komm an. Tut mir leid. Sie hatten einen Abort. Und was heißt das jetzt? Wir müssen eine Ausschabung machen.
Und? Wie geht's ihr? Sie ist jetzt im OP. Ihr Sohn ist auf der 5, bei seiner Tante. Ella Herrlinger? Was hattest du denn? Ich war schwanger. Und jetzt bist du es nicht mehr? Nein. Schade. Ich fänd's cool, wenn ich noch einen kleinen Cousin oder Cousine hätte. Magst du? Danke. Isst du es lieber. Okay. Könntest du auch so ein Kind wie mich bekommen? Ja. Aber sonst willst du nicht, oder? Hier bist du. Ella ist traurig. Ihr Baby ist tot. Schatz, wir müssen zum Röntgen. Hast du schon mal vor? Okay. Kann ich irgendwas für dich tun? Lukas, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lukas, dein Namenspatron war der große Evangelist, dessen Symbol der Stier ist. Gott mache aus dir einen starken Mann, dessen Kraft sein Einfühlungsvermögen in alle Menschen ist. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, liebender Gott, dass dieses Kind in glücklichen wie auch in schweren Zeiten in deiner Liebe und in der Liebe der Familie gebettet sei. Wir bitten dich, erhöre uns. Ich schau mal nach ihr. Lass sie endlich in Ruhe. Sie kommt schon, wenn sie uns braucht. Die Zeit heilt alle Wunden, Traudel. Weißt du doch. Das gilt vielleicht für manche Wunden. Aber wenn man ein Kind verliert, die Wunde heilt die Zeit nicht. Nee. Weißt du doch. Jetzt gehen wir aber ganz schnell nach Hause. Markus muss aber mitkommen. Das nächste Mal, Fritzi. Hm? Jetzt ist er weg, wie Papa.
Wenn du deinen Patensohn heute Abend auch noch ins Bett bringen willst, ich stehe dir nicht im Weg. Ella? Ella! Sie liegt den ganzen Tag im Bett und redet kein Wort. Ist auch kein Wunder nach dem, was sie durchgemacht hat. Erst machst du ihr die Hölle heiß, überschüttest sie mit Vorwürfen, dass sie vor lauter Schuldgefühl nicht mehr weiß, wohin mit sich, und jetzt kommst du hierher und machst den Friedensapostel. Wir sind Schwestern. Wir kennen uns schon das ganze Leben lang. Komm schon, geh sie suchen. Bitte. Ich hab da überhaupt keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Aber ich? Nee, du musst sie erst noch einfahren. Mhm. Okay. Lenny, machst du den Schiri? Toni ist keine Überträgerin. Reiß dich zusammen. Ich könnte mir keinen besseren Sohn vorstellen. Ecke! Hast du Angst vor dem, was kommt? Ja. Aber ich glaube, dass der Tod uns nur vorübergehend trennt. Wenn es soweit ist, werde ich bei dir sein.
Klinik hat angerufen. Und? Was hast du gesagt? Dass wir überlegen. Ihr Sohn ist auf der 5, bei seiner Tante. Ella Herrlinger? Was hattest du denn? Ich war schwanger. Und jetzt bist du es nicht mehr? Nein. Schade. Ich find's cool, wenn ich noch einen kleinen Cousin oder Cousine hätte. Magst du? Danke. Iss du es lieber. Okay. Könntest du auch so ein Kind wie mich bekommen? Ja. Aber sonst willst du nicht, oder? Hier bist du. Ella ist traurig. Ihr Baby ist tot. Schatz, wir müssen zum Röntgen. Hast du schon mal vor? Okay. Kann ich irgendwas für dich tun? Lukas, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Macadamianüsse. Er spinnt doch. Wo ist denn Peter? Weg. Wie weg? Ich habe ihn heimgeschickt. Sag mal, was soll das denn? Bei 30 Jahren nehmen wir geriebene Haselnüsse. Und er kommt mir mit so einem neumodischen Schnickschnack.
Vater. Wir müssen Neues ausprobieren. Wir müssen auf Qualität setzen. Das ist unsere einzige Chance. Das hat immer gereicht. Mach doch mal die Augen auf. Die Leute kaufen doch lieber im Supermarkt als bei uns. Wozu haben wir dann renoviert? Mit ihr ist ja wirklich nicht mehr zu helfen. Du kannst froh sein, dass der Markus sich um alles kümmert. Ansonsten hätten wir schon längst dicht gemacht. Ist ja großartig, dass Sie sich so schnell einigen konnten. Das erlebe ich selten. Ich schicke das dann alles ans Grundbuchamt. Aber bis die Eintragung rechtskräftig wird, dauert es noch ein bisschen. Ja. Unterm Strich kommen Sie jetzt natürlich ein bisschen besser weg. Aber wenn Ihre Almwiese zu Bauland erklärt wird, dann gleicht sich das ja alles wieder aus. Ich habe nicht vor zu verkaufen. Ich begleite Sie noch zur Tür. Wenn du es dir anders überlegst mit dem Verkauf, dann sag mir bitte Bescheid, damit wir die Rinderherde rechtzeitig weggeben können. Warum glaubst du mir nicht? Menschen ändern sich. Beim ersten Mal. Hast du schon mit Dr. Weinert gesprochen? Nee. Ella. Ja. Wir werden Eltern. Ich weiß nicht. Wirkt, als Stern wiedergeboren wird. So ein Quatsch. Willst du nicht auch mal gucken? Mhm. Vielleicht stimmt's ja. Mama. Die Sternwarte war mir egal. Ich wollte einfach mal was erleben. Jeder Tag ist gleich. Ich schick's zurück, okay? Also, wir haben drei gesunde Embryonen gefunden. Zwei davon können wir ihn übertragen. Und was passiert mit dem dritten? Wenn Sie damit einverstanden sind, kryokonservieren wir den dritten für einen weiteren Versuch. Das hat den Vorteil, dass Sie die stressige Hormontherapie nicht wiederholen müssen. Vielleicht wollen wir ja irgendwann noch eins. Es besteht keinerlei Verpflichtung. Der eingefrorene Embryo bleibt in der Klinik und gehört Ihnen. Dann würde ich sagen, gehen wir nach nebenan, um Ihnen die beiden Embryonen einzusetzen. Komm, Selma, komm. Komm, lecker, lecker. Ja.
Macadamia-Nüsse. Ja, und er fährt voll elektrisch. Darf ich auch mal? Nee, du musst dich erst noch einfahren. Mhm. Okay, Lenny, machst du den Schiri? Toni ist keine Überträgerin. Reiß dich zusammen. Ich könnte mir keinen besseren Sohn vorstellen. Ecke! Hast du Angst vor dem, was kommt? Ja. Aber ich glaube, dass der Tod uns nur vorübergehend trennt. Wenn es soweit ist, werde ich bei dir sein. Klinik hat angerufen. Und? Was hast du gesagt? Dass wir überlegen. Ihr Sohn ist auf der 5, bei seiner Tante. Ella Herrlinger? Was hattest du denn? Ich war schwanger. Und jetzt bist du es nicht mehr? Nein. Schade. Ich find's cool, wenn ich noch einen kleinen Cousin oder Cousine hätte. Magst du? Danke. Isst du es lieber. Okay. Könntest du auch so ein Kind wie mich bekommen? Ja.
Aber sonst willst du nicht, oder? Hier bist du. Ella ist traurig. Ihr Baby ist tot. Schatz, wir müssen zum Röntgen. Hast du schon mal vor? Okay. Kann ich irgendwas für dich tun? Lukas, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Früher glaubten die Menschen, dass jeder, der stirbt, als Stern wiedergeboren wird. So ein Quatsch. Willst du nicht auch mal gucken? Mhm. Vielleicht stimmt's ja. Mama. Die Sternwarte war mir egal. Ich wollte einfach mal was erleben. Jeder Tag ist gleich. Ich schick's zurück, okay? Also, wir haben 3 gesunde Embryonen gefunden. 2 davon können wir ihn übertragen. Und was passiert mit dem 3.? Wenn Sie damit einverstanden sind, kryokonservieren wir den 3. für einen weiteren Versuch. Das hat den Vorteil, dass Sie die stressige Hormontherapie nicht wiederholen müssen. Vielleicht wollen wir ja irgendwann noch eins. Es besteht keinerlei Verpflichtung. Der eingefrorene Embryo bleibt in der Klinik und gehört Ihnen. Dann würde ich sagen, gehen wir nach nebenan, um Ihnen die beiden Embryonen einzusetzen. Komm, Selma, komm. Komm, lecker, lecker. Ja. Komm, beruhig dich. Sie nimmt die Pille. Aber manchmal vergesse ich sie auch. Raus! Die ist gerade mal 15. Und du lässt dir die Pille verschreiben. Willst du darauf warten, bis sie schwanger wird? Toni, mach doch mal bitte die Tür auf. But your ghost, the ghost of you, it keeps me away.
Okay. Ich kann das nicht. Lenny wird gerade operiert. Okay. Ruf an, wenn du Zeit hast, ja? Toni will sich testen lassen. Die Idee hat sie von dir, oder? Nein. Misch dich nicht ständig in unsere Familienangelegenheiten ein. Vielleicht solltest du einfach mal deiner Tochter zuhören. Du weißt ja auch, wie man Kinder erzieht. Ich bin den ganzen Tag mit ihnen zusammen. Was glaubst du, was da passiert? Aber du hast keine eigenen. Aber bald. Wollt ihr jetzt doch adoptieren? Nein, ich bin schwanger. Ihr seid das Risiko eingegangen? Das haben wir ausgeschlossen. Dafür hast du das Geld gebraucht. Ja, der Embryo hat sich gut implantiert. Und die Extremitäten sind auch alle gut sichtbar. Das ist das Herz, das schlägt doppelt so schnell wie das ihrer Frau. Ja, und da ist noch eins. Schauen Sie mal. Was machen Sie jetzt mit ihm? Er bekommt 2 Titanstangen in den Rücken. Zur Stabilisierung. Oh je. Ich habe schon eine Weile gemerkt, dass was nicht stimmt. Seine Schrift wurde undeutlicher und er hat länger gebraucht bei der Klassenarbeit. Aber dass es so schlimm ist, das habe ich nicht gewusst. Ruh dich aus, ja? Ich bin in 2 Stunden wieder da. Kommst du alleine zurecht? Sie haben nicht nur mich, sondern das gesamte Kollegium wissentlich getäuscht. Ich wollte nur, was Sie wollten oder was Sie nicht wollten, spielt keine Rolle. Tatsache ist, dass Lennarts Eltern von ihrem Rollstuhlrennen keinen blassen Schimmer hatten. Wenn der Junge deswegen erstickt wäre, überlegen Sie mal. Ich schätze Sie als engagierte Kollegin. Deshalb werde ich diesmal bei einer Abmahnung belassen. Danke. Noch etwas. Ihre Schwester hat angerufen. Lennart wird mindestens 6 Wochen fehlen. Er ist ein guter Schüler. Er wird den Stoff nachholen. Ja, schauen wir mal. Ich habe Lennys Konstitution falsch eingeschätzt. Das war ein Fehler. Ihr Neffe ist kein normales Kind, Frau Herrlinger. Er ist todkrank. Lass dich von dem nicht provozieren. Leider hat er recht. Kann man die Krankheit denn irgendwie stoppen? Durch Medikamente oder Therapien? Duchenne ist unheilbar. Ich zähle 8 Follikel. So viele? Das ist guter Durchschnitt.
Dann setzen Sie sich heute Abend die letzte Spritze, die den Eisprung auslöst. Mhm. Und übermorgen fahren Sie zur Eizellenentnahme nach München. Ich schicke den Bericht gleich an Dr. Beinhardt. Danke. Besonders glücklich sehen Sie aber nicht aus. Ich bin nur ein bisschen müde. Das sind die Hormone. Die drücken auf die Stimmung. Hallo, Toni. Fertig. Du hast seit 10 Minuten länger gebraucht. Was ist denn los? Keine Ahnung. Komm schon. Meine Finger werden manchmal taub. Was sagt deine Therapeutin dazu? Ich soll meine Übungen machen und Flöte spielen. Lenny, mal ganz ehrlich, schaffst du das mit dem Rollirennen? Ist keine Schande, das abzublasen. Natürlich schaffe ich das. Wo bleibst du denn? Wir müssen zur Physio. Bis morgen. Bis morgen. Johanna, du antwortest weder auf meine Mails noch auf meine Anrufe. Frag dich mal, warum? Ich will euch nichts wegnehmen. Kannst du gar nicht. Doch, und das weißt du auch. Willst du mich verklagen? Johanna, wir sind Schwestern. Dann verhalte dich doch auch so. Mama, wir müssen los. Ja. Nach den Einzeldisziplinen machen wir dann ein Spiel für alle und danach bauen wir auf der Tatanbahn das Rennen auf. Das wäre dann ein schöner Abschluss für die Bundesjugendspiele. Ja, dann bitte ich um Wortmeldungen. Was halten Sie von dem Vorschlag der Kollegin, für Lennart einen eigenen Wettbewerb zu organisieren? Ja? Ich frage mich, ob so ein Rollstuhlrennen nicht diskriminierend ist. Aus Sicht der Behinderten. Den Einwand teile ich. Sie wollen gesunde Kinder in Rollstühle setzen und gegen ein schwerbehindertes Kind in Wettrennen schicken? Also das ist, mit Verlaub, geschmacklos. Also Lenny sagt, er hätte Spaß dran. Und seine Mitschüler hätten eine Chance auf einen Perspektivwechsel. Was sagen denn Lennarts Eltern dazu? Die sind einverstanden. Also ich bin zwar noch relativ neu hier, teile aber die Ansicht der Kollegin. Kinder gehen doch mit sowas viel unbefangener um. Gut, dann lassen Sie uns abstimmen. Wer ist für das Rollirennen? Okay, wer ist dagegen? Gut. Dann kümmern Sie sich um alles Weitere. Mhm. Oder Weste?
mal. Nee, sieht scheiße aus. Magst du? Danke. Isst du es lieber. Okay. Könntest du auch so ein Kind wie mich bekommen? Ja. Aber sonst willst du nicht, oder? Hier bist du. Ella ist traurig. Ihr Baby ist tot. Schatz, wir müssen zum Röntgen. Hast du schon mal vor? Okay. Kann ich irgendwas für dich tun? Lukas, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lukas, dein Namenspatron war der große Evangelist, dessen Symbol der Stier ist. Gott mache aus dir einen starken Mann, dessen Kraft sein Einfühlungsvermögen in alle Menschen ist. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, liebender Gott, dass dieses Kind in glücklichen wie auch in schweren Zeiten in deiner Liebe und in der Liebe der Familie gebettet sei. Wir bitten dich, erhöre uns. Ich schau mal nach ihr. Lass sie endlich in Ruhe. Sie kommt schon, wenn sie uns braucht. Die Zeit heilt alle Wunden, Traudel. Weißt du doch. Das gilt vielleicht für manche Wunden. Aber wenn man ein Kind verliert, die Wunde heilt die Zeit nicht. Nee. Weißt du doch. Gehen wir aber ganz schnell nach Hause. Markus muss aber mitkommen. Das nächste Mal, Fritzi. Hm? Ciao. Jetzt ist er weg wie Papa. Hast du schon mit Dr. Weinert gesprochen? Nee. Ella. Wir werden Eltern. Ich weiß nicht. Fertig! Los!
Verdirb ihm bitte nicht den Tag. Wenigstens noch eine Schwester. Wenn ich so alt bin wie du, werde ich alleine sein. Wir sind einverstanden. Du kannst dich testen lassen. Mama? Philipp und ich haben noch gar nicht miteinander. Das habe ich nur so gesagt. War wohl nichts. Ja, absolute Nullnummer. Ja, der eine hat's halt drauf, der andere nicht. Schnauze. Wenn du Probleme hast, ich übernehme das gern mit der Ella. Hey, komm. Hey! Markus, komm her! Verstehst du keinen Spaß? Lass dich nicht so fertig machen. Ich muss zum Arzt. Kannst du bitte im Sekretariat Bescheid geben? Hallo. Komm an. Wenn Sie damit einverstanden sind, Kryo, konservieren wir den dritten für einen weiteren Versuch. Das hat den Vorteil, dass Sie die stressige Hormontherapie nicht wiederholen müssen. Vielleicht wollen wir ja irgendwann noch eins. Es besteht keinerlei Verpflichtung. Der eingefrorene Embryo bleibt in der Klinik und gehört Ihnen. Dann würde ich sagen, gehen wir nach nebenan, um Ihnen die beiden Embryonen einzusetzen. Komm, Selma, komm. Komm, lecker, lecker. Ja. Mhm. Ja.
Macadamia-Nüsse. Er spinnt doch. Wo ist denn Peter? Weg. Wie weg? Ich habe ihn heimgeschickt. Sag mal, was soll das denn? Seit 30 Jahren nehmen wir geriebene Haselnüsse. Und er kommt mir mit so einem neumodischen Schnickschnack. Mensch, Vater. Wir müssen Neues ausprobieren. Wir müssen auf Qualität setzen. Das ist unsere einzige Chance. Das hat immer gereicht. Mach doch mal die Augen auf. Die Leute kaufen doch lieber im Supermarkt als bei uns. Wozu haben wir dann renoviert? Mit dir ist ja wirklich nicht mehr zu helfen. Du kannst froh sein, dass der Markus sich um alles kümmert. Ansonsten hätten wir schon längst dicht gemacht. Ist ja großartig, dass Sie sich so schnell einigen konnten. Das erlebe ich selten. Ich schicke das dann alles ans Grundbuchamt. Aber bis die Eintragung rechtskräftig wird, dauert es noch ein bisschen. Ja. Unterm Strich kommen Sie jetzt natürlich ein bisschen besser weg. Aber wenn Ihre Almwiese zu Bauland erklärt wird, dann gleicht sich das ja alles wieder aus. Ich habe nicht vor zu verkaufen. Ich begleite Sie noch zur Tür. Wenn du es dir anders überlegst mit dem Verkauf, dann sag mir bitte Bescheid, damit wir die Rinderherde rechtzeitig weggeben können. Warum glaubst du mir nicht? Menschen ändern sich. Haben wir nicht besucht. Max ist mit seiner Mannschaft aufgestiegen. Er trainiert jetzt dreimal die Woche. Du kannst auch in den Verein gehen. Es gibt da spezielle Angebote. Aber ich mag mit Max spielen. Es geht leider nicht, Lenny. Ich weiß, dass es nicht geht. Lass mal. Ist es wegen der Hormone oder deiner Schwester? Oder beides? Ständig lässt sie mich spüren, dass sie sich aufgeopfert hat. Ja, immerhin hat sie dich großgezogen und dein Studium finanziert. Ja, sie wollte mich loswerden, deswegen hat sie es gemacht. Ach komm, jetzt übertreib doch nicht. Ich habe es satt, so abhängig von ihr zu sein. Sie zwingt mich, regelrecht einen Anwalt zu nehmen. Was willst du denn eigentlich sagen, wenn du wirklich schwanger wirst? Dass wir ein Kind kriegen. Ja, sie wird ja wohl eins und eins zusammenzählen, meinst du nicht? So weit denkt sie nicht. Sprengt ihr Vorstellungsvermögen. Wo bist denn du? Ich kann jetzt nicht weg. Vater geht's nicht gut. Tut mir leid, bis später. Ich sag's ihm ja schon länger. Er muss kürzer treten. Wir stellen noch jemanden ein. Das wird er nicht wollen. Ihr habt lange genug geschuftet, Mutter. Ich zähle 8 Follikel. So viele? Das ist gut, der Durchschnitt. Gut. Dann setzen Sie sich heute Abend die letzte Spritze.
Wir sind einverstanden. Du kannst dich testen lassen. Mama? Philipp und ich haben noch gar nicht miteinander. Das habe ich nur so gesagt. War wohl nichts. Ja, absolute Nullnummer. Ja, der eine hat's halt drauf, der andere nicht. Schnauze. Wenn du Probleme hast, die übernehmen das gern mit der Ella. Hey, komm. Hey! Markus, komm her! Verstehst du keinen Spaß? Ella, lass dich nicht so fertig machen. Ich muss zum Arzt. Kannst du bitte dem Sekretariat Bescheid geben? Hallo. Komm an. Was machst du denn da? Dich doch nichts an. Du wirst ihm nicht jeden Wunsch erfüllen. Das ist nicht gut für den Jungen. So viele Wünsche hat er ja nicht mehr. Was ist denn los? Sie droht mir. Meine eigene Schwester. Ja, da gibst du dir halt die Almwiese. Dann ist eine Ruhe. Und was machen wir mit unserer Herde? Solange sie nicht verkauft, wird sie nichts gegen die Parinviecher haben, oder? Die Eltern wollten, dass wir den Hof zusammenhalten. Willst du den Hof verlieren? Drüben beim Karl und seinem Bruder, da war das so. Die haben so lange gestritten, bis alles zwangsversteigert wurde. Hoffentlich verträgt sich Vater mit unserem neuen Gesellen. Die ausgerechnet jetzt Urlaub machen. Ist doch nur für ein paar Tage. Und wenn es mit dem neuen Gesellen weiter so gut läuft, dann fahren wir auch mal weg. Nur über meine Leiche.
Was wirfst du mir eigentlich vor? Dass ich ein Kind bekomme? Du bekommst nicht einfach nur ein Kind. Sondern? Du kaufst dir eins und schmeißt die anderen weg. Du hattest ja damals auch keine Wahl. Lenny zahlt den Preis dafür, dass du dir ein perfektes Kind kaufen kannst. Das ist krank. Ich hab die Pit gemacht, damit unser Kind Fußball spielen kann, keine Schmerzen hat und nicht wochenlang in der Klinik liegen muss. Und wenn's alle so machen wie du, dann bekommt ein Kind wie Lenny überhaupt keine Unterstützung mehr. Weil es dann heißt, selber schuld, warum haben sie es nicht vorher aussortiert? Lenny ist kein Fehler. Du konntest einfach noch nie was bis zum Ende denken. Könnte das nicht. Erst ein Kind künstlich zeugen und es dann auszusortieren. Die Guten in die Gebärmutter, die Schlechten in den Mülleimer. Am Anfang ist es noch kein Kind. Was ist es dann? Ein Zellhaufen, aus dem ein Kind entstehen kann. Für mich beginnt Leben mit dem Herzschlag. Wusste dein Mann eigentlich, dass du Genträgerin bist, bevor ihr geheiratet habt? Mhm. Der muss dich wirklich lieben. Mhm. Ja, jetzt macht er die Augen auf. Gut. Herzlichen Glückwunsch. Falls du noch ein paar Umstandsklamotten brauchst, sag Bescheid. Du bist doch schwanger, oder? Ja. Taufen lassen könnte die natürlich nicht.